Ausgerechnet du! Was glaubst du denn, warum sie krank geworden ist? Warum hat sie sich wohl mitten im Winter auf eine einsame Parkbank gesetzt und wäre fast gestorben, deinetwegen? Sag, dass das nicht stimmt. Du hast sie so weit gebracht. Du und kein anderer. Ist dir nicht kalt? Nein, alles in Ordnung. Nicht zu dünn angezogen? Ich bin nicht mehr Schwerkranke. Ich bin gesund, mir geht's gut. Bianca, du kannst dich belügen, so oft du willst, aber nicht mich. Ich weiß, dass es dir dreckig geht. Das ist Unsinn. Ach ja? Kannst du mir dann bitte mal erklären, warum du dich... Warum wolltest du dich aufgeben? Ich hätte nicht herkommen dürfen. Warum kümmerst du dich nicht endlich um deine Angelegenheiten und fliegst mit deiner Frau nach Brasilien? Das tue ich doch gerade. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Ich bleibe hier. Nein, du fliegst! Das kann ich nicht. Ich kann dich hier nicht so alleine lassen. Ich brauch dich hier nicht. Niemand braucht dich hier. Was meinen Sie, Georg? Sollten wir Oliver und Judith nicht ein kleines Abschiedsgeschenk machen? Haben Sie da was Bestimmtes im Auge? Ich dachte, Sie hätten vielleicht einen Vorschlag. Also einen Vorschlag hätte ich schon. Und der wäre? Ja, er ist nicht besonders originell. Raus damit. Also das schönste Abschiedsgeschenk für Oliver und Judith ist... Jetzt fangen Sie es doch nicht so spannend. Ja, das schönste Abschiedsgeschenk ist, glaube ich, das von Ihnen gezauberte Essen. Das mache ich doch gerade. Na eben. Rinderbraten, Rotkraut. Mit Klößen. Daran werden sich die beiden noch nach Jahren erinnern, wenn sie in Brasilien sitzen und ihren Weißbein löffeln. Naja, aber ein Essen, das ist nun wirklich nichts Besonderes. Wenn Sie es kochen, schon. Alter Süßholzraspler. Ich bin im Keller Wein holen, falls mich jemand sucht. Wer sollte Sie denn suchen? Bitte? Bianca? Ja. Wo bleibst du denn? Komm. Du musst mir hier beim Kartoffelschälen helfen. Ich hab doch gesagt, dass heute viel zu tun ist. Entschuldigung. Ihm begegnet. Ich weiß nicht, was du meinst. Du bleibst jetzt erstmal hier in der Küche und schälst Kartoffeln. Ja, ich muss nur nachher zum Servieren noch. Na, du wirst heute auf gar keinen Fall servieren. Warum? Weil das Denise übernehmen kann und weil er dir genug angetan hat. Ach, weiß nicht, wen du meinst. Ich rede von dem Nichts, dem du nicht begegnet bist. Der dir aber offensichtlich noch viel zu schaffen macht. Wenn mich nicht alles täuscht, hört er auf den Namen Pascal. Du täuscht dich. Eben. Und darum wird Denise heute servieren. Entschuldige. Kein Problem. Das hier war ja auch mal dein Büro. Darf ich? Ja, natürlich. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich suche... Hier waren noch mal die Brasilienakten drin, oder? Ja, aber die habe ich schon wegräumen lassen. Augenblick.
Kathi, bring mir doch mal die Brasilienakten rüber. Nein, nicht für mich. Oliver ist hier, er braucht sie. Dringend. Dringend. Ja. 2 Minuten. Setz dich doch bitte. Ich dachte, du hättest die Akten schon durchgesehen. Ja, habe ich auch. Man kann nie gründlich genug sein. Ja, deine berühmte Gründlichkeit. Damit hast du Vater immer schon beeindruckt. Wozu brauchst du denn die Akten so kurz vor deiner Abreise nochmal? Wenn ich fragen darf. Du darfst. Ich möchte noch Verschiedenes nachschlagen. Sag mal, Pascal, wie macht sich eigentlich Kathi als deine Assistentin? Ausgezeichnet. Sie ist schnell, flexibel. Sie denkt mit. Für Mutter und Vater war deine Entscheidung nicht besonders witzig. Witzig war sie auch nicht gemeint. Sie war einfach die Beste unter den Bewerberinnen. Oliver, schön, dich nochmal zu sehen. Hallo, Kathi. Und, schon gepackt? Startklar für die große Reise? Sicher. Ihr entschuldigt, ich habe noch viel zu tun. Ich wünsche dir, euch, eine gute Reise und großartige Erfolge in Brasilien. Danke. Mann, bin ich erleichtert, wenn der endlich im Flieger sitzt. Mein geliebtes Brüderchen war ja eben ganz von der Rolle. Die Aussicht auf ein Leben mit Judith im fernen Brasilien scheint ihn nicht gerade zu begeistern. Ist ja auch ein trauriges Schicksal, wenn man alles zurücklassen muss, was einem lieb und teuer geworden ist. Hab ich die kleine Staubsaugerdüse hier irgendwo liegen gelassen? Schläfst du? Ich will, aber ich kann nicht. Was ist denn? Ich bin kaputt. Meine Mutter ist zurzeit ziemlich neben der Spur, was? Ich weiß. Sie tut mir leid. Am liebsten würde ich ihr helfen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Eigentlich sollten sich die Eltern Sorgen um ihre Kinder machen und nicht umgekehrt. Ich bin so wütend. Und dann kriegst du ein schlechtes Gewissen, hm? Ja, und dann tut sie mir wieder leid. Geht das überhaupt? So viele Gefühle hintereinander auf einmal zu haben in so kurzer Zeit? Ja, es geht. Manchmal fahren die Gefühle eben Achterbahn. Mir ist schlecht. Am liebsten würde ich aussteigen. Dann mach's doch. Es geht nicht. Ich habe Mama versprochen, ihr bei dem Projekt zu helfen. Was musst du denn da machen? Weiß ich gar nicht. Also, das weiß sie doch selber nicht. Also ist es auch kein richtiges Versprechen und du musst dich nicht daran halten. Du redest schon genauso wie Heiko. Dann hör auf uns. Ach, ihr versteht das nicht. Mensch, das ist meine Mutter. Sie braucht mich. Ich kann sie doch nicht einfach im Stich lassen. Das musst du selber wissen. Ja, ich brauche jetzt jedenfalls mal dieses kleine Staubsaugerteil. Was ist denn nur? Meinst du vielleicht das Ding auf dem Schreibtisch? Ja, genau. Dein Leben scheint so viel einfacher als meins. Möchtest du tauschen? Ich könnte dir Wäsche waschen, Betten überziehen, Staubsaugen oder Servieren anbieten. Ich werde es mir noch mal überlegen, was ich besser ertragen kann. Mein Gefühlschaos oder bügeln. Ich habe das Fisch für morgen reserviert. Tina und Matthias werden alles Nötige vorbereiten. Schön. Meinst du, sie wären sehr böse, wenn wir wieder absagen würden? Wieso denn absagen? Ich weiß nicht. Hat denn überhaupt schon jemand zugesagt? Ja, fast alle. Bis auf, Ofenkamp, genau. Den habe ich persönlich nicht erreicht. Aber ich habe darum gebeten, dass er zurückruft. Hat er das nicht getan? Doch, ja. Das hat er. Hat denn überhaupt schon jemand zugesagt? Ja, wie gesagt. Außer Ofenkamp alle. Ich
habe den Zwischenbericht noch gar nicht fertig. Wenn du willst, können wir den gleich zusammen durchgehen. Was jetzt? Ich habe Kopfschmerzen. Dann nimm eine Tablette und leg dich eine halbe Stunde hin. Ich gehe inzwischen deine Unterlagen durch und mache einen Entwurf für deinen Bericht. Du kannst ihn dann später überarbeiten. Das würde ich nur ohne deine Hilfe tun. Du würdest es genauso gut alleine schaffen. Du kannst das. Wenn du das sagst. Mir macht das Organisieren einfach Spaß. Deshalb reiße ich mich so darum, die Arbeit wegzunehmen. Oliver, magst du dich nicht einen Moment zu uns setzen? Seid mir nicht böse, aber ich muss das hier noch durcharbeiten. Heute noch? Ja, unbedingt. Also hier steckst du. Ich wollte gerade eine Vermisstenanzeige aufgeben. Wieso? Ich mache nur eine kleine Pause. Stehen regelmäßige Pausen nicht in meinem Arbeitsvertrag? Doch. Meine Sklavin. Mhm. Du siehst ja so nachdenklich aus. Bianca war vorhin hier. Und? Sie hat zugegeben, dass sie nicht auf Mallorca war. Hat sie dir auch erklärt, warum? Das musste sie nicht. Ich hab's auch so gespürt. Oliver. Sie wird ihn immer lieben. Mann, bin ich froh, dass Oliver und Judith morgen in ihren Flieger steigen werden und weit, weit wegfliegen. Meinst du, das ändert was? Ich hoffe, dass die Beziehung zwischen Oliver und Bianca dann endlich ein Ende haben wird. Und unsere Freundschaft zu Oliver und Judith, hat die dann auch ein Ende? Natürlich nicht. Was hat Entfernung mit Freundschaft zu tun? Was hat Entfernung mit Liebe zu tun? Warten wir es ab. Morgen bringen wir Oliver und Judith erstmal zum Flughafen und dann sehen wir weiter. Wellinghoff? Vater, ich bin's, Oliver. Oliver, was gibt's? Ich beschäftige mich gerade mit dem Brasilien-Projekt. Ich habe gestern noch mal einen Blick aufgeworfen. Eine richtig aufregende Sache. Ja, aufregend trifft es ziemlich genau. Ich bin hier auf ein Problem gestoßen, das mich wirklich beunruhigt. Was denn für ein Problem? Vater, ich habe Grund zu der Befürchtung, dass eine der beteiligten Firmen dieses Projekt nutzen will, um ihr angeschlagenes Image wieder aufzupolieren. Ja, aber das ist doch verständlich. Wenn sich aber herausstellen sollte, dass sich diese Firma an der Abholzung des Regenwaldes gesund gestoßen hat, dann hört mein Verständnis auf. Hast du eindeutige Belege dafür? Nein, noch nicht ganz. Deshalb wollte ich dich bitten, mir Informationen über eine Firma namens Rio Terra zu besorgen. Ich tue, was ich kann und lass dir dann die Ergebnisse rübermailen. Danke, Vater. Wir sehen uns heute Abend zu eurem Abschiedsessen. Ach, Oliver. Ja? Vergiss vor lauter Arbeit das Packen nicht. Bis nachher, Vater.